Ich habe Lust auf noch mehr Battle Brothers. Ich will weiterspielen. Ich will wissen, wie es weiter ausgeht. Let's go. Kurz reinbonken. Wichtig. Und das hier sieht er. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu uns. Ja. So. Huggies. Let's go. Hier ist es eingestellt. So. Wir waren gerade dabei, ein paar neue Leute anzulernen. Bo zum Beispiel, Abbruchslevel 6. Dann Sono. Wir haben echt viele Level 11 inzwischen. Aber die saven uns auch so ein bisschen den Arsch. Nur schade, dass Ricky ein bisschen wenig Damage macht, weil er tiny ist. Da war da ein bisschen Base Defense. So, wir waren an dem Punkt, dass ich mir überlegt hatte, die komischen Steinchen zu verkaufen bei irgendwas, was so gegen 19, 20 Verkaufspreis geht. Und hier war Schrat und Lindwurms. Nee. Das ist eigentlich was, wenn ich jetzt die kleine der roten Fraktion. Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, dass es mal verwacht, wenn ich bei der roten Fraktion aufträge, die kleine. Brigands. Will ich wirklich fighten? Ist das euer Scheiß Ernst? Ah, genau, und wir haben die Ambition, another Mercenary Company. Dazu müssen wir erstmal ein bisschen Reparaturgedöns finden. Hier war, glaube ich, nichts. Ich habe auch das Falsche gebaut vorhin, weil ich blöd war. Karawane 1300. Okay. Nach Südosten. Na gut. In die Richtung gehe ich ja sowieso. Wir verkaufen mal die Sachen, die in den nächsten Tagen kaputt gehen. Dann das nehmen wir noch mit. Ja. Wollen wir hier noch jemanden? Wollen wir hier noch jemanden? Da ist ein Poacher. Ist halt eigentlich auch ein fucking Meme. Noch ein Poacher. Wow. Der hat mal ein Sternchen da drin. Noch ein Poacher. Der hat auch einen Stern da drin. Und drei. Hallo Sono. Na? Drei Sterne in Fatigue und drei Sterne in Melee Defense. Fängt ja mit 0 Melee Defense an. Nee, never mind. Macht extra Melee Damage und fängt mit 5 Melee Defense an. Das ist einfach so ein Meme. Das ist ein fucking Poacher. Okay. Sonst, das ist billig. Das nehmen wir nochmal mit. 100 Units können wir halt Maust haben. Okay. Let's go. Morgul wurde ersetzt durch Godfrey, die Hulk-Variante. Moment, du bist schon bei Morgoth? Oder meinst du Margit? Also, der heißt ja eigentlich beim ersten Aufeinandertreffen Margit. Aber ich fand Godfrey, glaube ich, nie. Wobei doch. Du meinst die Margit mit Isis, glaube ich, eigentlich. Du meinst die Variante, wo er seinen komischen Geist-Dings nicht mehr auf dem Rücken hat, ne? Wo er sie mit seinen blauen Fäusten zuschlägt. Die konnte ich halt wegblocken. Deswegen war die. Ist die für mich gar nicht lange in Erinnerung geblieben. Die habe ich auch, glaube ich, ziemlich schnell geplättet. Screaming Villagers. They are drunkenly carrying a felled tree like a throng of ants would a beetle. There's a blindfold and shackled man astride the wood. As the crowd draws near, the pungency of alcohol emanates from the mob like miasma from a particularly angry swamp. Bernard asks the riffraff where they are off to. A bearded stooge swerves forward, breaking on a heel and toe-tip at the same time like an unpracticed puppet. Variante mit der Axt, aber ist halt. Item Randomizer. Hatte nur eine Holzaxt. Es gibt eine Holzaxt in Eldenring. Oi! We off. Tar and feather this one.
Someone yells out, "Fruit philanderer!" from the crowd. This dude snaps his fingers. Right! This melon mugger is getting what is coming to him. A melon thief? The stooge sways on his feet. There's enough beer foam in his beard to get a wrench drunk. He points forward. That's right, Mac the Melon, right, but not just any ordinary thief, nah. He corked it something fierce. He found the raw sewage of his work all about him when we'd caught up to his doings. And by raw sewage, I mean his cock's ill-measured spillage. Hat sein Schwanz in Melonen gesteckt? Verstehe ich das gerade richtig? Hardly catching any of that, you are the man to explain slowly this time. He throws his hands up as though you're an idiot. What's all this talk? You hump a melon and that's that. Such formications are, well, has beyond ordinary appeals to justice. Now out of our way, stranger. We've feathers to collect and then to redistribute by means of a bonafide tarring and a feathering, and mayhaps a little more tarring if we got us some left. The crowd cheers with us. What you say, melon man? Fornication fruit? Bernhard tar this fool. Wir könnten jetzt den Typen fragen. Oder wir könnten einen unserer Leute auftragen, mitzumachen. Ich fange mal den Typen. We ask the man atop of the tree what he has to say, if anything. He shrugs and speaks. Look, what happens between a man and a melon is their business and their business alone. No harm, no fool. The stooge cracks the man with a stick. Now you tell this fella straight. Tell him what you did. Signing, the melon man nods. Well, alright then. If that's the end of the negotiation and things being what they is with me up here and the smell of tar in the air, I speak truthfully to the matter at hand. I fucked that melon and I enjoyed myself. Alter, was ist das für ein Event? The crowd hisses and boos as your men laugh amongst themselves. We can't let you tar this man. Hm. Ja, sollen sie ihn doch aufknüpfen. Hier, Bernhard, du hilfst ihn. Bernhard is in good spirits. Bernhard nods with pleasure. Out of way, peasantry. Let a real man get some work done. The sellswords pick up the pitch bucket and hurls it completely over the fruit fumigator. The man screams as the hot liquid sizzles a rather potent odor wisp into the smoky air. You watch as Bernhard grabs a few naked chickens, not their feathers, just the chickens themselves, and starts beating the melmugger with them. An angry frog swing changed. That man hollers out, partly in pain, partly confused. The crowd, also confused, reluctantly cheers when he's finished. When I drop the chickens, which are but a slop of dropping meat and tar at this point, he wipes his forehead. Hell yes! Bernhard is in good spirits. Wer ist eigentlich Bernhard? Wer ist Bernhard? Hä? Oh! Den haben wir nicht benannt. Xeli haben wir aber noch. Das war unser neuer Range-Dude, der Martin heute verprügeln durfte. Is that out just punishment? Aha. Wir brauchen noch einen Namen dafür. Frau Faller haben wir noch. Frau Faller, Vendetta ist zu lang. Aber the Beast Slayer. Ich wundere mich gerade, wer das sein soll. Undead recently passed through here. Ja, ja, da sehe ich 22 Undead. Wiedergängers, Legionnaires, Wiedergängers, geht weg. Gehen sie weg. Dü, dü, dü. Auf nach Sonnenwehr zu Sonofels Heimat. Denn hier ist er zu Hause. Da legt er sich auf die Plauze. In Sonnenwehr.
Denn da ist nicht weit her. Mit der guten Meer. So. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich mal haben will oder nicht. Der Houndmaster, der hat wahrscheinlich bestimmte Events. Das ist ein Meme mit den Ranged Skills. Alter, fuck you. Okay. Okay. Die ist ein guter Backliner. Ist jemand, der fängt nicht mal mit 60 an. Der kriegt 35 im Average. Immer halt bei knapp 90. Mit dem Gifted kriegt, kommt er auf über 90. Weil ich Lust habe zu spielen und Lumi Lust hat, ihr Ding zu machen. Basically. Aber er hat Faint Heart minus Resolve. Das ist ein bisschen doof. Deswegen. Wir sind einfach zur Übereinkunft gekommen, dass wir beide Bock haben, noch ein bisschen zu zocken. Oh, hier ist 50. Ich bin dumm, hier ist 15 der Verkaufspreis. Das ist nicht so smart. Und ich wollte hier bald weiter zocken. Huch! Und da habe ich mein Mikrofon angedoppt. Und hätte jetzt eh Battle Brothers gespielt, dann kann ich auch. Und ich will den Spiel schon aber lieber weiter zocken und der muss ja ein ist ja ein On-Stream-Spiel. Alles klar, let's go. On-Stream-Spiel stand, dann muss ich halt streamen. Ganz Logo. Waren da Range-Dudes dabei? Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Anscheinend nicht allzu viele, wenn die so kommen. Ja, kommt ran, kommt ran. Kommt ran, meine Freunde, kommt ran, kommt ran. Okay, ihr kommt nicht ran. Ihr schickt die ohne Schilde vor. Hört sich für mich nicht so smart an. Insgesamt. Hört sich das für mich wenig smart an. Die 64er, die nicht hitten. Das ist so sad. Das ist nicht sad. Das ist geil. Und sie haben ein paar Ranges. Ein paar Ranges haben sie. 53, komm, Verfaller. Ich bin untröstlich. Zack. Schade. Oh, der hat mit daneben gehauen. Wieder hoch. Er hat keins getroffen vorhin, sehr geil. Und du hast ihn abgestochen, sehr gut. Bin mir nicht sicher. Du bist ja nicht mal im Discord online. Nee, die spielt Graveyard Keeper auf dem Sofa. Ist richtig. Da hat sie kein Discord. Die spielt mit meinem Steam Deck mehr als ich in letzter Zeit. Sehr gut, Abbruch. Das war ein guter Hit. ...45? Yes! Snipe that. Von daher hat sie kein Discord an. Gebongt! Der hat keine Lust mehr. Der wird nicht getroffen. Ohne sollte man nicht einsetzen, wird mehr XP kriegen. Hallo. Ach ja, die Untoten wieder. Zack.
tot gepiekst. Oder fast. So. Zack. Wird auch geswitcht irgendwie. Jo, danke. Das ist nett. Gute Hilfe. Actually, nice help. Richtig gut. Schade. Schießen die von da oben, von der Ecke wieder rein. Guten Tag, dann kriegst du halt The Bonkening ab. Wenn du halt hier hinkommst. So. Dammit. Ich kann ihn finishen. Au! Er hat sogar einen negativen Zustand. Oh. Das tat weh mit dem Riesenhammer von Latz. Hm, hier geblieben. Hm, 64, schade. Der hat nur die Waffe gewechselt. Und das gemacht. Ja, dann wird der jetzt platt gemacht. Platt gemacht. Ich muss bis dahin, um da. Sehr schön, Verfaller. Hat schon mal gehittet. Aufschneid. Ja, ich glaube, die da oben kriege ich nicht mehr. Die hauen ab. Einen will ich noch haben. Einen will ich noch haben. Wenn die schon so doof sind, mich anzugreifen. Damit. Nice one. Jo. Jetzt sind wir fertig. It's over. Moment, wir haben die Hand kaputt. Achso, er hat doch den Hammerschlag abgekriegt. No, eine kaputte Hand. Wie soll ich das denn verkraften? Er hat eine Hand kaputt. Ja, für das M-Lane jetzt nochmal ein Level up. Und mit dir sind wir halt wirklich nur auf Reach-Dingens. Plus 3. Ja, plus 3, falls jemand rankommt, ist immer gut. Moment, aber du könntest theoretisch schon noch Battleforged gehen. Weil du echt viel tragen kannst. Würde ich behaupten. Oder Resolve fixen. Aber ich fix lieber den Resolve. Bisschen. Haben wir noch einen Perk. Pathfinder wahrscheinlich. Hat sie nämlich noch nicht. Oder er. Ja, sie ist. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich weiß nicht, wie der Text weitergeht nach Frag bleibt dumm. Sonst hätte ich weitergesungen. Auch wenn es euch nervt, aber ich hätte weitergesungen. Also für den Streck ist es irgendwie ganz schön wenig Kohle, also mal ehrlich. Und wir sollten uns vielleicht doch abgewöhnen, Karawanenquests zu machen. Weil das kann auch ganz böse nach hinten losgehen. Oh, well supplied. Maligans Penetrator! 50, 100. 50, 75.
Range 12. Weapon Skills build up one less fatigue. Er ist vor allem effektiver gegen Rüstungen. Und ignoriert trotzdem mehr Rüstung. Oh. Haben wir, Moment, haben wir dir schon, die haben noch keine Spezialisierung gegeben. Ich mag ja lieber Armbrüste haben. Ich bin ein Armbrust-Fan, bin ich ehrlich, weil die einfach mehr Umf haben. Da bin ich ehrlich, aber so ein legendärer Crossbow? Boah. Das ist sogar, das ist doch eine verbesserte Variante von dem hier, oder? Stufe 2 Crossbow. Der aber dann dadurch auch quasi auf dem Stufe 3 Niveau ist und sogar noch einen Ticken besser. Maximum Fatigue minus 12, minus 8, minus 12, nee. Merkwürdig. Nee, ist doch eine Version von dem. Ich hab mal so random reingeschaut. So, hier, die Sachen werden schlecht demnächst. Da haben wir wohl zu viel Essen gekauft. Wir brauchen halt nicht so viel. Ist Met sogar billiger. Hier gibt's Met sogar billiger. Verkaufspreis 14. Hier will ich nichts verkaufen. Trotz Well Supplied. Aber Well Supplied ist hier gar nichts. Keine guten Sachen. Salesforce, it's good to see you. The Druid pushes. Oh. Druidic Monk, cloaked in shapes, okay. Of the way Metorki speaks with a wobble in his voice as though he were speaking from the depth of a cavern. A mercenary, huh? Surely you are a man of faith now. We of Sandworth have lost the blood vial of the Holy Mother. This relic is of great importance to us. Although it we can speak to the old gods and have our prayers answered. It's been stolen. Ah, bei den Old Gods muss ich ja schon helfen. Okay. 1200. Ah, jetzt hat er auch nur 1200. Blood Vial of the Holy Maw. Bums. Das können wir auf jeden Fall machen. 2200, 2400. Retrieve Artifact from Greyhound Griff in the North. Ja, dann nehmen wir doch das hier. Das ist direkt um die Ecke. Kohle brauchen wir noch ein bisschen. Vielleicht mögen sie uns dann lieber. Wenn wir jetzt losgehen, sollten wir auch bei Tage ankommen. Let's go! Vielleicht kühle ich eigentlich eine Runde Dota dann. The hole into the ruin is big enough for only one man to get through. You remember if the one who goes in, you get stuck and you have to basically kill the spurious workers off like a bunch of rats in a tight tunnel. Instead, you send only Danyushka the cultist, who knows what he's after. Here the man struggling to crawl back out. He sounds to be in quite a rush. He yells for help and you and a few other mercenaries stick their heads into the hole. He grabs you on and together you yank him out. He's got the blood vial of the Holy Mother, but a horrified look on his face. He rolls over and gets up to hurry to arms. As the mercenary look into the hole, something coming out. You ask the brother what he saw. He shakes his head. I don't know, sir. It was a museum of four people I've never seen before. There was armor and spears all over the place, and murals of a great empire that spanned the whole world over, painted from floor to ceiling, And then they started coming out of the walls. I've got out of there as fast as I could. The Empire rises, the false king must die. A few necro servants. Ach du Scheiße, a plethora of ancient auxiliaries. Ja, das kann. Das haben wir nicht gewettet, Leute. Wir müssen hier mal ein bisschen in Reihe und Glied bleiben. Also das, die keine Rüstung haben, das ist ja dann schon ganz okay. Die sollten relativ machbar sein. Und noch welche rumgesplittert.
Necro-Servants gehen gerne auf die Backline. Wir müssen also hier echt einen Kreis bilden eigentlich, um unsere Leute, die fighten, die gehen wollen. Oh, oder sie kommen doch in die Frontline. Nope, da ist die Backline. Man muss aber erst auf Kontakt gehen, bevor sie sich bewegen. Haben wir jetzt nur zwei? Shit. Ein 77er nicht hittet. Ach du Scheibenkleister. Ja, du musst noch kurz warten, weil... Dann haben die beide Full Life. Das ist ja übel mies. So, wir tauschen dich aus. Profi. Ja, sie können halt sonst wohin gehen. Das ist ein bisschen das Problem, ne? Die können sich halt sonst wohin bewegen. Puh. Hey, der wird aufgedeckt. Code, du verteidigst mal nur. Schade. Hey. Sehr geil. Sehr geil. Mach ihn weg. Ah, die haben ja 9 Lives. Ich vergesse das immer wieder. Ja, leider ist er als nächstes dran und dann würde er sich wieder heilen, weil er den Hund oder sowas hittet wahrscheinlich. Ach, dammit. Du musst aber bannen, du musst hier oben Leute binden. Ach, stimmt, ja, die können. Ach, fuck, die können sich bewegen. Ich vergesse es mal wieder. Oder geht einfach den Hund. Oh, er hat nicht getroffen. Das ist gut. Tauschen. ...39er Hit, geil, Abbruch, geil, geil, geil. Jetzt wird hier rumgewechselt. Ich glaub's hackt. Wir warten mal kurz. Ja, dass das Sohn dort umgangen wird, ist okay. Das Ben da oben... Steht, glaube ich, ein bisschen weit außerhalb unserer Moralreichweite. ...56. Ich hätte ihn vielleicht doch stunnen sollen lieber. Bin noch nicht ganz sicher, ob Hunde einsetzen so smart war. Ehrlich gesagt. Er ist down. Er ist down. Klappergestell. Ist auf den Kopf gehen, schon ist er weg. Noch ein weniger. Du darfst nicht mehr. Mir geht's richtig mies, oder was? Eine Runde mehr. Ja, puh. Hier geht's nicht gut. Aber trotzdem ein Hit. Die 9 Lives sind raus von ihm. 9 Lives von ihm sind raus. Stellen uns mal hier rein. Sehr schön. Der Necro-Servant ist auch tot. Müssen wir uns nur noch gegen die anderen Skelette verteidigen. Das kann ja halt. Ach ne, da ist ja noch einer. Scheiße. Der heilt sich in dem Hund. Ja, der wäre vor dem Hund dran. Nope. Not gonna happen.
Aber es ist nur ein tot bis jetzt. So, der ist down da oben. Ja, der ist halt 15%, dass wir ihn hätten. Der ist 80%, dass wir ihn hätten. Jetzt sind wir langsam in der Problemphase. Und du blutest ja immer noch. Das ist nur noch eine Runde. Nur den da oben zu hätten. Nope. Ja, jetzt soll ich auch nicht mehr laufen. Ball of Death steht hier halbwegs. Bisschen. Das hilft nicht viel. Gegen Topsy. Gegen Topsy, den Dieb. Tja. Irgendwie funktioniert das nicht. Oh, so ein Stück zu weit sogar. Gehen wir mal hier hin, weil ich glaube, der könnte sonst der Necrostürmer direkt wieder auf den Dude gehen. Deswegen machen wir hier mal dicht. Wenn er nicht stirbt. Würde ich sagen. Könnte sie wohl hoffentlich nicht mitten reinporten. Nee, macht er nicht. So schlau ist er. So schlau ist er, das macht er nicht. Sehr schön. Auf Finish. Und bis hierhin, um ihnen ordentlich was zu geben. Müsste jetzt irgendwie. Achso, die kann ich dann schießen. Da. Zack. Schade. Machen wir es so. Beide platt gemacht. Haben nur einen Hund verloren bis jetzt. Das hält sich noch im Rahmen dafür, dass es Necro-Servants sind, die wir nicht erwartet haben. Jetzt können wir vor allem mit allen Full Force Front nach vorne gehen, weil unsere Backline nicht mehr bedroht ist. Gut, durchatmen. Ja, Verfaller, du hast gute Hits gemacht, aber du wurdest auch leider von Necro-Servants angegangen. I'm sorry. I'm very, very sorry. Und weiter. Zack. Besser als gedacht. Also, da knüppeln die Knüppel ordentlich. Gegen so Splitter-Sachen. Ornate Tomb. Oh. Nehmen wir alles mit. Also dafür, dass wir nur 1200 kriegen, war das eine relativ gefährliche Mission. Sind wir ehrlich. 5. Plus 3. 5. Anticipation, Gifted. Ich glaube, ich hätte Gifted gern, damit er deutlich besser. Ja. Plus 3, plus 5. Abbruch hat auch hier, plus 4. Abbruch ist Level 8 oder Level 7 geworden. Hat viel weniger. Blub, blub, blub. So.
Hier ist die Frage. Hier ist ja irgendwie Quatsch. Berserk und sowas nützt uns nichts, von daher kriegt er jetzt Dodge. Ein bisschen tief. Aber jetzt mal wirklich, also Abbruch hat 66 auf Level 7 und der hat 66 auf Level 8. Auf Level 4. Die sind beide giftet. Ich sehe da ja jemanden, der besser wird. Achso, wir müssen hier den mal austauschen. Der ist verletzt. Das heißt, wir müssen unsere Positioning ein bisschen anpassen. Ach du Scheibengleis, das ist eine riesige Armee. Undead recently passed through here. Ja. Das sind aber viele Undead. Das ist nicht so nur so ein paar. Sunfelds now has high spirit. Buying for more, selling for less. Ja, 236. Dadurch, dass ich die überall aufkaufen muss, geht das glaube ich schon. Hm, hast du noch? No! No, jetzt hast du fucking legendäre Wurfkacke. Wir haben doch gar keinen Danjushka hier mehr, der werfen kann. Wir werfen mit niemandem. No! Sick Bolts the Red Lances. 97% effektiv gegen Armor, 8 Uses. No! Dann kaufen wir jetzt das hier wenigstens. Und ein Quiver of Bolts. Und dann wird der gute Mann jetzt doch wieder ein armer Brüstler. Zack. Wo sind die Quiver of Bolts? Ja. Ach, dammit! Ach, dammit. Hier die ganzen Schrottschilde kannst du gerne von uns haben. Da gibt es dieses Kopesch. Würde ich reparieren. Den glaube ich nicht. Hier. 165 auf 65% sollten wir wahrscheinlich schon reparieren. Ja, die repariere ich nicht. Die hier repariere ich nicht. Die Dinger, aber das Kopesch gibt es wieder. Wäre schon gar nicht so verkehrt. Warum mochte ich das nochmal so gern? Weil es weniger Fatigue hat als das Military Cleaver, ne? 40 bis 60, 25 bis 90. Und besser, effektiver gegen Armor ist. Nur 5 Damage weniger. Macht die sogar das Kopesch lieber. Haben wir noch einen Cleaver-Dude, außer unseren Military-Cleaver-Dude? Der meldet jetzt ziemlich häufig. Ziemlich häufig das Problem, dass wir Leute in Rüstungen begegnen. Und das ist Kopesch, glaube ich, mit 30% höherer Effektivität gegen Dingens schon besser. Retrieve the artifact from Greybeard's Crypt to the north. Retrieve the artifact from Greybeard's Crypt to the north? Das verstehe ich nicht. Was wollt ihr von mir? Halt da. Ich markiere die Krypta aber nicht. From Greybeard's Crypt to the north. Teil von dem Ding ist also finden, wo es ist. Bin ich jetzt eine ziemlich Mistmission? Nee. So was will ich nicht. So was will ich nicht. Dann ab nach Wackerfeste. Chili, Willi, Vanilli. Müssen wieder Missionen für die Südländer machen. Oh. Gibt's ja gar nichts. Gibt's
ist eine Training Hall. Könnten wir tatsächlich für Farfalla hier mal Veteran Lessons kaufen und für Code auch. Wenn die ein bisschen besser leveln, haben wir hier sonst noch gute Dudes. Mean Typ und Disowned Noble. Jester. Drei Sterne drin. Das heißt, er kriegt, ich glaube, 4 bis 5. Das heißt, er kommt auch auf über 90. Aber ich glaube, ich brauche nicht noch mehr Backliner. Also, ich habe jetzt echt... Ich habe den Rangy, ich habe den Rangy. Okay, ich habe nicht so viel Rangy, aber ich habe sehr, sehr viele Backliner. Und das will ich eigentlich jetzt... Nee. Ja, ist klar. Und der ist halt eine Night Owl. Achso, außerdem hat er Angst vor Untoten. Das ist nicht so gut gerade. Gerade nicht so gut. Insgesamt. Weasel, Fear of Beasts. Die wirken mir alle nicht so... Halt, wir brauchen was zu essen. Ja, gib mir mal her, danke. Wir hier in die Wüste wollen. Ab in die Wüste. Wir wollen zu den Jungs. Ach, Tools and Supplies. Will ich am Retinue irgendwas ändern? Wir haben hier den, wir haben den Alchemisten. Alchemisten benutze ich halt in letzter Zeit schon ziemlich selten mit dem Schlangenöl. Dafür haben wir nicht genug Biester, die wir killen. Müssten mehr so Werwölfe und so ein Scheiß, also hier die Direwolves und sowas killen, daraus ist es ganz gut herzustellen. Sonst können wir noch die Travel Speed erhöhen. Oder halt den Schmied holen. Guten Tag. Oh, ihr habt Aufträge. Mirage Sightings. Mal wieder Ifrits. Alchemist. Night Owl Elixir. Nee, hier ist nichts Neues. 18er Verkaufspreise allerdings. Ja, dann nehmt mir doch mal das Zeug ab. Finde ich eine gute Option, dass ihr so lieb seid und mir den ganzen Scheiß abnehmt. Sehr, sehr geil von euch. Sehr sozial. Hier, den Kram gebe ich euch auch noch. Geil, Ornate Tome. Bitteschön. Nehmen wir hier noch einen weniger. Davon noch einen weniger. 115, 115er. Minus 6. Das ist ein minus 6er Helm dann. Guck mal, den haben wir vorhin gesucht. Jetzt können wir alles mal. Ich glaube, das hier brauche ich auch nicht. Mace Two-Handed, ja, da haben wir eine bessere Version. Da haben wir eine bessere Version. 470 dafür, für Weihrauch. Nee. Da sehe ich uns eher nicht. Tempel, Split Nose. 1 bis 2 Tage, ja, das ist nicht so wichtig. So, ein Gambler. Hier ist noch ein Beast Hunter. Plus Initiative. Und Determined. Uiuiuiuiuiui, das ist ganz geil eigentlich. Und mit 2 Sternen in Resolve, uch, könnte man überlegen, ihn ein bisschen als neuen Standartenträger einzusetzen. Er müsste aber dann schon konvertieren. Ansonsten, der fängt mit 123 Initiative an. Dodge ist 15%, ne? Belege ich mir noch. Er hat auf jeden Fall 2 gute Trades. Richtig nice. Der hat wie immer Bloodthirsty. Die sind bei mir immer willkommen. Hat nur leider sonst nicht so gute Rolls. HP zwar und Fatigue. Aber der Rest.
Rest. Ich glaube, wir sind langsam wirklich an dem Punkt, wo wir die Quality Bros holen müssen. Ist das die höchste Stufe von dem Ding? Von dem südländischen Schwert. Das ist auch der Two-Handed Scimitar. Moment, haben wir da nicht jemanden, der sowas nutzt? 60 bis 80 Two-Hand Cleaver. 65 bis 85, 25, 110. 25, 120. Der ist wieder ein bisschen effektiver gegen Rüstung. Minus 16 und 16 Schild Damage. Minus 14 und 16 Schild Damage. Wäre dafür ein bisschen effektiver gegen Rüstungen. Um 10% effektiver. Aber 5 Damage mehr haben es. Ne, ist weniger als 10% bei 60. Dann ist das schon auch wieder die geilere Variante. Nummerntechnisch, wenn man die Ausdauer hat. Würde ich mal behaupten. Was geht in der Arena? Hyenas! 5 of the Gilding Mats to be exact. Good luck and may the Guild of... We packed important guests for this. About so everything is set up for you to die proper bloody this time. Got it? And if you can't do that, then have your lot dispatch their opponents in the most spectacular way to please the crowd. Do that and I'll hand you a proper piece of gladiator gear on top of the coin. And you're ready? Okay. Win a piece of gladiator gear. Enter with up to 3 men with an arena caller. Enter the arena again. Start the fight. 5 frenzied hyenas. I accept. Wir holen unsere... Oh, jetzt haben wir glaube ich gar nicht mehr unsere typischen Leute, oder? Doch hier, Sepp ist auf jeden Fall einer davon. Bruno ist einer davon. Du warst nicht. Du warst nicht. Wir brauchen jetzt einen dritten tatsächlich. Wenn ich das so sehe. Ah ne, hier ist unser dritter. Never mind. So, wir müssen jetzt mal kurz. Sepp. Geh's mal kurz. Den brauchen wir und. Unser dritter war Sono. Hier, startet mal so, dass ihr alles schön zusammensteht. Rein da. Let's go. 5 Friends Italiener. Es ist halt ein bisschen doof, weil die einen overwhelmen können. Du greifst mal. Na, wobei. Du wartest. Mit dem ich zusammen da steht. Welcome to the Hamlet. Nightcrawly, danke schön für den Follow. Herzlich willkommen. Jetzt geht der Overwhelm-Spaß leider los. Muss ich irgendwie treffen. Muss halt die Leute, die Gegner rausfokussen ein bisschen. Wir hätten uns auch irgendeine Ecke versuchen zu können zu stellen. Das wäre echt smarter gewesen, weil wir haben jetzt super wenig Hitskill. Wir haben alle übel viel. Overwhelm Stacks. 10% Chance to hit. Ja, genau das ist das Problem. So, da haben wir eine down. 50% Chance to hit. Wir haben 3 Stacks weniger. Treffen zum Glück auch ziemlich selten. Und bluten schon ein bisschen. Der greift auch nicht mehr an demnach. Sollen wir versuchen den nächsten zu machen. Ein 20er Hit. Holy shit. Ja, der tankt da oben ganz schön rein gerade. Der gute Mann. So, die weg.
Schade, 25er nicht gehittet. Aber der ist halt mit seinem Battleforge gleich durch. Je weniger Rüstung er hat, desto mehr Damage dürfen die an ihm machen. Deswegen gehen wir mal hier hin. Ja, er blutet jetzt auch, das ist natürlich doof. So, das ist doch gewonnen hier. Jetzt haben wir es doch. Ja, jetzt wollen sie rennen. Haben wir geschafft. Dank unserem Multi-Hit-Talent. Aber schon einiges an Damage gekriegt. Also ganz easy was nicht. You gain Gladiator Harness. You are gladiators. You look to see the boy standing there with awe on his face. He almost cries, he's so giddy. You're amazing. Passing the body's hair, you tell him thanks and make you leave. Damn we good. Damn we good. So, erhol dich mal ein bisschen, du hast ordentlich getankt. Du wieder rein. Das haben wir unsere übliche Aufstellung. Ein bisschen, Sepp ist ein bisschen angekratzt. Bisschen. So, was ist das hier? Gladiator Harness 100. Has an armor attachment which can be replaced but will be destroyed in the process. Minus 8 Fatigue, 100 Rüstung. A leather harness, das ist hier Ersetzung, ne? Was macht das? Dass es minus 8 Fatigue hat und das war's. Rüstung bis 10 Fatigue sehe ich gerade, minus 5. Ja, das, aber das geht ja trotzdem dann mit Nimble, ne? Genau, hatten wir noch. Er hat noch andere Nimble-Dudes. Ich nicht. Du bist noch Nimble. Minus 9, minus 5. Ja. Das ist schön, aber ich habe bessere Varianten. Das ist nur am Anfang, glaube ich, echt cool. Leider. Schade. Aber es war easy cool, von daher. Nehme ich das mit? Tempel, das sind die Split Nose, Alchemist, Arena, Weapons. Haya hat man auch durchgeguckt, ne? Hier ist. Mann, was die hier von uns wollen. Karawane. Nach Wackerfeste. Wackerfeste, Karawane. War weit, oder? Ah, ne, Wackerfeste ist ja direkt der nächste. Wenn wir direkt wieder zurücklaufen, dann eventuell. Oder 2500 Crown. Der Large Sandy Bastards. Das ist gegen die Ifrits. Kills people in the desert. Könnten wir schon schaffen, oder? Problem ist ein bisschen. Was wir dich dann eigentlich bräuchten, Masumodo. Als Tank. Tank Damage Dealer Mix mit deinem fehlenden Ohr. Du hörst nicht mehr, wenn die Gegner ankommen. Wir machen erstmal die Karawane. Die sollte nicht allzu schwierig sein. Müssen wir dann noch kurz unsere Nahrung verkaufen? Weil die demnächst kaputt geht? Nee. Wir haben hier sogar noch ein Bone Plating, aber das hilft ja nicht viel. Nehmen wir für 470 eins mit und will mal wissen, ob ich damit schon Plus machen kann. Ob wir... Oh, you got out of the... For piss and find yourself midstream when the lid of combat erupts behind, pinching you. Find drawers and head back in the cabinet, there we find the whole company engaged in battle, not with any particular foe, but with themselves. Bend the seed und Abbruch. Okay, die haben es einfach zum Spaß geprügelt. Until someone else comes along to distract the ones doing the kicking, then the one who had fallen jumps to their feet and throws himself back to the fray. The
phrases ease as the men slowly realize you're there and they shape up and line up as to a swift reorganization would be a suitable resolution for that churlish behavior. Shaking your head, you ask what sparked it. The man shrugged, not one can remember. You do a roll call to make sure nobody's dead. You then tell them all to shake hands, keeping an eye on them as they do. No bad blood to sniff out. Seems like this was just a bit of fun tussle and wrestle, that's all. Gut, gute Laune. Gute Laune, gute Preise, gute Besserung. Alles dabei. Alles dabei. 20 Undead. Okay, es sind nur Legionärs, Wiedergängers, die da stehen bleiben. Und uns angucken. What? What the fuck? Okay, cool. Cool, 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 cool. Ja, klar, warum nicht? Was, warum nicht? Was sonst? Is now well supplied. Was gibt's hier für well supplied? Nichts gibt's hier für well supplied. Was ist hier? Mustering troops. Less recruits. Selling items for more. Buying items for more. Moment, da müssen ja die Preise hier. 21. Wenn ich jetzt noch was zu verkaufen hätte. Damn it. Ich könnte nur den ganzen Kram hier unten. Aber das hier, Incense, ist dann schon mal gut zu verkaufen. Ah, es hat Gewinn gemacht. 530 oder sowas mal geschafft, mal 50 Gewinn gemacht. Da kommen die ganzen nur hier unten. So. Hier gibt es keine Runde anstoßen wieder. Armorer. Ja, hier gibt es halt nichts mehr. Weil ja gemustert wird. Dann wieder auf nach Süden. Machen wir den ganzen Quatsch zurück. Oben gefahren, jetzt wieder nach unten. Let's go. 30, 41. Mach kein Live-Update, ne? Glaube ich. Wird man sehen, wenn wir auf die unter 82 rutschen. Ist Live-Update oder nicht? Ich meine, ich könnte auch einfach pausieren. Ne, macht keine Live-Updates. Das zeigt es einmal an, indem man durch drüber hover. Okay. Natürlich nicht so schön. Komm genau bei Tagesanbruch wieder an. Geil. So, hier sind jetzt noch die Ifrit-Sachen. Wie geht's unserem. Yes, hier geht's wieder gut. Würde ich wahrscheinlich. Abbruch rausnehmen dafür. Wir müssen irgendwie alles ein bisschen nach links verschieben. Entsprechend unsere Leute positionieren können. So. So. Aufstellung nehmen. Den zwei Zweihandwaffen an der Seite. Wir hätten gerne noch eine Fighting Axe eigentlich. Eine gute Kampfaxt wäre noch ganz, ganz nice. Weil wir jetzt jemanden haben mit einer Axt. Nee, das nicht. Waffenhändler. Yeah. Axtkampf ist hier irgendwie nicht so gesehen. And let's go. Accept this contract. Hunt down what kills people in the desert around Tanbria. Halt nur finden, wo das ist. Gilded Soldiers passing through here. 22 Ifrits. Aha, die Soldaten haben die aber nicht angegriffen. A plethora of Ifrits. Ich sehe da Probleme auf uns zurollen. Vielleicht hätten wir doch lieber Ranged Attacks nehmen sollen. Die werfen sie nämlich gleich, die sammeln sich jetzt nämlich schon zusammen. Da habe ich gleich irgendwie 5 Dicke rumstehen. 5 Digi-Dicks und das ist ja Code Blue.
Bin Xan. Eigentlich würden die stumpfen Waffen sehr, sehr gut funktionieren. Ich gehe mal lieber hier runter, glaube ich, mit dem. Das ist nur das Ding, wir haben jetzt keinen Lone Wolvie mehr. Ich glaube, erst die größte Version kann wirklich Sachen schießen. Und daher würde ich noch ein bisschen abwarten wollen, was hier gleich passiert. Ja, die kann Sachen schießen, glaube ich. Und die wollen sich jetzt auch nochmal zusammenbauen. Okay. Ja, wir brauchen immer so ein 2x2-Feld. Von Gegnern. Von Leuten. Jetzt die Frage. Sono muss das dürfen, daran zu gehen. Und Sepp. 45. Sollte eigentlich auch klappen. Problem ist ein bisschen, dass ich noch nicht mit meinen Backlinern attacken kann. Ben sollte das auch dürfen, daran zu gehen. Damit. Oh, wenn man den mal ein gutes Stück. Sind wir schon mal durch seine Rüstung durch. Seine 400 Rüstung haben wir gerade mit zwei Leuten gekillt. Holy shit. Ein bisschen auseinander, weil ich sonst Angst habe, dass sie mir gleich richtig ins Gesicht böllern. Das war harmlos. Die haben sich wieder aufgeteilt, okay. Sich quasi neu formiert und jetzt haben wir hier sogar welche in der Backline. Das ist natürlich doof. Man hat fast kein Damage an denen. Jetzt wieder zusammen. Das ist halt die Rüstung kommt halt wieder. Das ist das Miese. Das ist die miese Brise. Und bluten können sie nicht, glaube ich. Ich mach den mal aus, damit das funktioniert. Ich würde den eigentlich ganz gerne down kriegen, wenn ich kann. Immune to stun, okay. Dann brauche ich den nicht versuchen zu stunnen. Sehr gut, kein Hit. Kein Hit, der ist based. Okay, haben wir den down. Damit. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich klug ist, auf den größten zuerst zu gehen. I'm not sure about that. Ich glaube, die Kleinen muss eigentlich erst wegmachen. Dass sie wieder. Ja, das ist natürlich auch das Problem.
Wenn die so zusammenstehen, ist doof. Overwhelm. Overwhelm wollen wir schon noch. Soweit wir können. Hexen, nein, Turn, Turn, dann. Muss hier rumlaufen. Haben wir noch einen kleineren. Ich glaube, einer stoppt immer mindestens. Okay, du bist halt jetzt useless. Du hast keine Ausdauer mehr. Shit. Darauf habe ich nicht geachtet. Atme mal durch. Und wenigstens noch ein Overwhelm-Stack drauf. Passt dann. Nice. Das war das null Damage? Literally null Damage. Gegen Ifrits. Okay, cool. Ja, ja. 2500 Kronen mit 0 Gegendamage. Master Tactician am Start. The Ifrits have been dealt with. This my hawks have told me so. Crowning, you have done your job as you really summoned to do. You are to be given. Turning hourglass one way back again. The sands are equally pitted. That means he yanks the hourglass up. Okay. Cool. Wir könnten direkt wieder in die Arena gehen. They put a star beside his name, the mark of the Gilder. That means his past is a gilded one. What you need to know is that he is a swordmaster. You may find some comfort in that he is an elder man, but you'd not be the first I have said that to. Understand? May your path be as gilded, because this swordmaster certainly was. He points to some strange looking colors and continues. When you're ready, they put these three men. Okay. 3 gegen 1, ist das richtig? 3 men at the arena to start a fight against 1 swordmaster and 2 raiders. Okay. Das ist. Okay, okay, okay. Ja, doch, will ich eigentlich schon machen. Ist aber ein schwerer Fight, I guess. Ich muss mir mal merken, wer meine Leute sind dafür. Du bist einer. Du nicht. Du bist einer. Und du bist der Letzte. Wir haben, glaube ich, noch einen Hund jetzt übrig, ja, ne? Könnte man theoretisch mal irgendeinem von den Leuten mitgeben. Hier, kriegst einen Hund. M-Lane kriegt einen Hund. So, let's go. Swordmaster ist, glaube ich, ziemlich übel. Und Raider. Swordmaster, Brigand Raider, Brigand Raider. Den habe ich leider sehr weit hinten platziert. Das ist sehr ungünstig. Der hat einen Hammer. Au. I guess. Bin mir nicht sicher, ob das unser Mann. Damit ist Masumoto tot. Damit ist Masumoto einfach gestorben. Der blutet aus. Den können wir eigentlich ignorieren. Das ist natürlich bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Den treffen wir nicht. Wieso hat er so viel Damage gefressen direkt? Alter, macht der viel Damage. Holy shit. Wir haben 16% Chance, ihn zu hitten? 5? Alter.
Minua, was hat er? 61er? Ja, GG. Zu knicken, dass wir das schaffen. Ich weiß nicht, was es da für ein Autosave gibt, ehrlich gesagt. Wir haben 20er, der hat halt 60er. Ja, GG. Okay, Swordmaster habe ich unterschätzt. Swordmaster habe ich stark unterschätzt. Was sind wir denn jetzt? Ja. Ich weiß, dass sie das nicht mögen werden. Wie doof ist, weil ich wollte mich mit denen anfreunden. Fanden sie nicht witzig. Oh shit. Okay, Swordmaster. Big no-no. Holy shit, den trifft man ja gar nicht. Wir hätten erst alle von seinen Ads killen müssen. Super schnell ihn irgendwie hinhalten und dann zu dritt auf ihn gehen. Und selbst dann hast du nur 20% und er 60 hat dich zu treffen. Da drei meiner besten Leute zu verlieren. Dafür spiele ich keinen. Also deswegen spiele ich ja keinen Iron Man. So, was geht hier ab? Raid Roots geplündert. 1900 Kronen, Ifrits. Ifrits sind nicht mehr so krass, dass ich da irgendwie Angst vor habe. Hunt down what kills people. 1500. So I will make this brief for a sake. There are nomads roaming the periphery of my lands and I need them destroyed. I'm sure a man of your destination. Nomads für 1700, 400. Aber nehme ich lieber erstmal die Ifrits. Gilded Soldiers, Gilded Soldiers. Essen warten. Halt, halt, halt. Wir müssen das mit. Zu warten, bis Tag ist, weil wir haben sonst keine Versorgung mehr. Wir haben sonst keine Essensversorgung. Ach du Scheiße, ist das teuer. Ach du Scheibenklasse, so. Erstmal nach Norden, gucken ein bisschen rum. It's the Ifrits you seek, of course I can see it on your faces. We are of these lands, understand? We are one with them, and when we banish and harm and be cruel to one another, the sands take to the side of those who have been wronged. Fear yourself, not the monster, but the reason it has raided. For that reason, permeate these sands. Ah. Das wird nicht, wenn man auf der richtigen Spur ist, mal ehrlich. 18 Ifrits. Sie hat immer eine Plethora. At first glance, it's a mirage. The desert shifts and blurs at distance and to the unwitting or exhausted. These sights alter and change to be whatever one wishes them to be. It is when the Ifrits turn around and rips a human body in half and slings apart across the sand that you realize this is not an image monstrosity at all. It is a hellish creature, a spinning cloud of sand, with stones shifting about to give it some shape of what a man might be. And as it leans toward you, realize if nothing else, it does share a man's disposition towards her. Adieu, OJ. Strange on its land, murderous rage. Na, wie war die LAN-Party? Wir warten schön ab. Oh, die bauen sie erstmal zusammen, ne? Ah, da kommen ein paar Einzelne. Guck doch mal einer an. Kann ich die ja schon mal angehen. Was habt ihr denn gezockt? Klassiker, Alte, oder? Was war der Plan? Klassiker wie die UT 2004. Das ist ja wirklich eine sehr klassische Variante. Wir nehmen dich mal hier mit rein. For the Bonkening. Und Pommes glaube ich nicht.
We've been overwhelming. So. Patz. Das ist sehr schön. Das sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Oh, und PUBG. Ja, PUBG auf einer LAN gespielt. Im Custom-Modus? Aua. Im Custom-Modus oder... Es tut echt weh, wenn die Sachen werfen. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr rangehen. Aggressiver spielen. Turnier? Was ist denn ein Turnier für dich in PUBG? Ich habe das jetzt auf YouTube schon ein paar Mal gehört. Aber das ist für mich nicht zwangsläufig das Gleiche. Oh, hier ist ja noch einer dazwischen. Upsi. Also, kannst du es erklären, was das Format Turnier in PUBG für dich bedeutet? Ich kenne das nur irgendwie als spielst drei Runden und dann guckst du, wer mehr Punkte gemacht hat oder sowas. Die meisten Kills. Aua! Hört doch auf, immer auf den gleichen zu werfen, ihr Schweine. Ja, Sepp, du musst jetzt dich ein bisschen zurückhalten. You're done for now. Da ist ja noch einer dran an Sepp. Ach du Scheibenkleister. Vier Runden wurden gespielt. Wer die meisten Punkte geholt hat, war Turniersieger. Ah, okay. Das ist auch das, was ich von PUBG kenne. Oh, jetzt habe ich. Jetzt habe ich jemanden reingestellt, der, glaube ich, nicht vorne als erstes stehen sollte. Insgesamt. Es ist keine Ausdauer mehr zum Laufen. Ach du Scheibenkleister. Muss da ran. Hier, Wuffi, viel Spaß. Lenk mal ab. Du kannst auch nicht mehr angreifen, du Dutsch. PUBG habe ich tatsächlich installiert, aber auch eine Weile nicht mehr gespielt. Du bist turn done. Hoho. Die hitten halt wie ein Truck, alter Vater. Wenn sie hitten. Du sollst irgendwo anders stehen. Sehr schön. Jetzt muss ich den halt noch irgendwie plätten da. Er ist gedazed. Das macht aber leider nicht so viel Unterschied, wenn mich nochmal jetzt hittet. Sehr schön. Tauschen mal. Ja, du kannst da stehen bleiben. Das sieht eigentlich ganz gut aus aktuell gerade. Eine Ausdauer mehr. Sehr schön. Geschafft. Also diesmal war es deutlich mehr Damage, die wir abgekriegt haben. Sehr viel mehr. 129 Damage, ey. Und Sepp hat 223 Damage getankt. Der hat eine kaputte Hand und eine kaputte Nase. Der hat einfach Steine ins Gesicht gelatzt gekriegt. Unangenehm.
Da waren die 2500 davor deutlich einfacher verdientes Geld. So, Code Blue. 3 plus 3. Wenn wir auf Dodge gehen, bleibst du bei Schwertern? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bleibst du nicht bei Schwertern. Aber du wärst als Tank mal wieder ganz gut. Und daher wirst du wahrscheinlich beim Schild bleiben. Wobei du auch gut hittest. Tja, Frage ist dann, welche Waffe wollen wir dir geben? Könntest du noch mal ein bisschen Sachen aufschneiden? Oder du könntest mal ein bisschen stunnen. Ich glaube, du wärst ein guter Stunner. Let's Blue. Wenn wir wieder Gegner haben, die wir stunnen wollen. So, du setzt erstmal auf die Ersatzbank und du ja eigentlich auch. Vielleicht müssen wir eine ganz andere Aufstellung wählen. Finger zusammen und die beiden reinnehmen. Weil die haben sich ja jetzt ganz schön verausgabt, die Jungs. Das war ein bisschen too straightforward auf die Leute. Essen ist immer noch unfassbar teuer. Okay, ist alles unfassbar teuer. Vergessen wir das. Hier ist alles teuer. Alles teuer. Kann man aber natürlich auch für sich nutzen. Das sind 22.000 Kronen. Holy shit. Armorer? 200 minus 25. Alles nicht so optimal. 255er Helm minus 17. Was habe ich denn so für Helme hier? 130er Helm. Könnte Solo schon gebrauchen, so ein 255er Helm. Die sagen. War nichts genauso. Normal so ein Motor hat das jetzt ein 300er Helm. Geht so jedenfalls das gute Schild nochmal, das nehmen wir mal mit. Wir hatten, glaube ich, noch jemanden, der hatte nicht das gute Schild, oder? Doch, anscheinend schon. Wir hatten das Problem nicht mehr, dass die Schilde platt gemacht werden, wie ich gerade feststelle. Nicht mehr allzu sehr. Wir haben keine Orks mehr gefightet in letzter Zeit. Könnte einfach daher kommen. Acid Flask. Lindwurm Acid. Night Owl. Ja. Nee. Die Leute, die wir haben wollen. Eagle Eyes und Damm. Ja, er ist halt wieder beides, er ist so ein Hybrid-Ding, der könnte werfen und attacken gleichzeitig. Was eigentlich ganz witzig ist, wenn man das kann. Das Dumm ist ein bisschen doof. Gierig und hat extra Resolve gegen Greenskins. Hat sogar ganz gute Defense gerollt, sehe ich gerade hier. Ja, aber irgendwie, das so richtig macht mich das nicht an. Die anderen Sachen sind mir alle irgendwie zu teuer hier. Gehen wir lieber nach Tanvir zurück. So, wir brauchen mal wieder was zum Reparieren demnächst. Also Geld ist langsam weniger das Problem. Erstmal. Weil wir haben fast 90 Tage Reserve. Das Mausemodo ist nicht tot, ne? Das war ja, genau. War ja in dem Turnier, was wir gereloadet haben.
So, Auftrag. Hey, you should employ a soul crowning. You handle the fine material creation and Dirish Eyes Curse. You could. Dulmen. Wie viel kriegen wir dafür? 1000. Hätte ich gern ein bisschen mehr, ja. 1070. Ja, gut. Wir machen uns nach Dulmen. Wir warten aber noch kurz bis Tag ist, weil wir brauchen ein paar Ressourcen. While camp beside the road, a colorful wagon trundles on up with a sort of clanking, jingling music immodesty. You didn't think it a particularly big card, but about 15 men and women inexplicably powered out of its back. Painted faces, music instruments, juggling balls, long sword for swallowing, wine jugs for fire breathing. The troop of entertainers fan out and demonstrate many talent shows as who you'd already paid for their services. When they finish, they clap, stomp their feet and freeze before you, hands out, smile across their face. A white-faced mime ironically speaks. What say you, travelers? Care for a show? A mere 560 crowns to entertain your evening. Alles klar. Nö. Here, let's go. Geil. Pay for a show, which the troupe puts on quite well. The jester crack out some jokes. The juggler juggle, which is a sort of old head, but whatever. Singer sings. Swords get a lot. Fire breathed. And the mime, well, he's god awful, and you actually hope he dies. When it's all said and done, you do feel happy. You feel like you got your money's worth. The men are happy. Happy men are good men. Moment. Jetzt ist... So, wir brauchen ein bisschen Versorgung. Und das können wir, glaube ich, schon für 500 plus verkaufen. Deswegen nehmen wir das mal mit. Wir nehmen ein bisschen Reis mit. Noch ein bisschen Käse. Und wir nehmen davon auch noch ein bisschen was mit. Waffenschmied hat nichts Spannendes, wobei er den Triple Flail tatsächlich mal wieder. Ein Bandstream am Abend. Wait, what the fuck? Weil du mal alleine auf der Couch Steam Deck zocken will. Ja, nee, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir beide eigentlich voll im. Wir können eigentlich da sitzen und nichts tun. Modus sind. Und Hallihallo Xan, willkommen zurück. Und 2 bis 5 Tagen, da will ich das gerne heilen. 2 bis 5 Tage ist schon ein bisschen sehr lang. Doch, Lumi will heute noch streamen. Hat sie sich fest vorgenommen, hat sie mir gesagt. Was das genau bedeutet, wir dann sehen, aber... Hat sie mir gesagt. So, ab nach Dulmen. Das ist halt echt ein Stück weiter. Wir müssen uns ja eh gerade heilen. Svenno FFM, wunderschönen guten Tag. Hallo. 23 Uhr wird angekündigt, 23:30 beginnt dann der Stream. Kann durchaus sein. Auf Veteran. Also alles auf Veteran. Aber ich habe ein paar Mods installiert, die, um fair zu sein, das Spiel ein bisschen einfacher machen. Ich habe zum Beispiel eine Mod installiert, dass das Ausprobieren mir sehr viel mehr verrät. Über die Leute. Also ich habe eine Mod installiert, dass ich eigentlich alles über die Leute erfahre, wenn ich Tryouts mache. Von daher ist das dann in der Ökonomie sehr viel einfacher, weil ich nicht irgendwie für 8000 Leute anstellen muss, um rauszufinden, dass sie absolut grottenschlecht sind. Lumi hat gemeint, sie wird noch streamen. Ja. Und vor allem ist es ein Kultisten-Run. Wenn wir mal kurz in unsere Leute reingucken. Wir haben hier zwar einen Hedge-Knight dabei, aber wir haben hier jede Menge Kultisten dabei und wir opfern regelmäßig Leute entsprechend. Für unseren Duffcool-Kultisten. Welcome to the Hamlet. Dankeschön für den Follow. Danke, danke, danke. Ja. Also was ich meine damit ist, haben wir jemanden, den will ich vielleicht haben. Wenn ich hier Tryout mache, ne, ich muss halt nicht das bezahlen, sondern hier die 179, na, da fahre ich hier halt alles von denen. Weil heute ein Opfer bin ich dabei. Alles klar. Auch wenn du geopfert wirst? Bitte 230 ein Team ziemlich scheiße. Ich mache einen Kultisten ran, Xan. Ich habe immer wieder gute Leute verloren. Weil die keinen Bock hatten darauf, dass wir Leute opfern. Ich habe literally beim letzten Opfern 4 gute Leute verloren. Und dann bin ich dabei, aber das ist nicht freiwillig. Also von daher. Ach ja, und diese Stelle hier ist ein Meme, hier ist immer Action. Ne, die Berge und das, dass hier Goblin Raider sind, wundert mich gar nicht. Ach, und die fighten gerade Undead. Mit einem Necromancer. Das ist ja spannend.
Macht mal euren Scheiß alleine. Geht auf Highborn Brothers echt schlecht. Du hast das Event nicht so häufig. Du hast das Event nicht so häufig, dass du die konvertieren kannst. Was? Besieged? This place is or has until recently been besieged by the enemy. It suffered damage, the supplies are low and many have lost their lives. Sehe ich zum ersten Mal, aber das ist ja alles katastrophal. Selling items for more, trading food for more, less items for sale, less recruits for sale. Bei euch ist ja alles am Sack. 260 für Klamotten. Ah, aber hier, 600. 600 für Weihrauch. Das ist natürlich sehr nett von euch. Alle. Alle DLCs sind aktiv. Ich glaube, die MTTH des Events steigt für Nicht-Lowborn-Charaktere nochmal um das Doppelte. Was auch immer die MTTH des Events ist, Xan. Aber dafür, dass du nur 100 Stunden drin hast, im Vergleich zu meinen jetzt 200, jetzt kann ich das für 1500 zurückkaufen. Ihr habt doch einen Arsch offen. Mean time to happen. Ah, okay. Aber ich habe 50% erhöhte Event-Frequenz zum Beispiel auch. Also das habe ich auch drin. Also hier will man ja gar nichts kaufen bei den Jungs. Ist ja alles teuer. Ist ja alles Katastrophe. Svenno, wie lange spielst du denn schon Battle Brothers? Ich vermute, hier kommt die Antwort, wie ich das bei fast jedem neuen krieg. Seit Pi mal Daumen 2 Monaten? Aber ich bin gespannt. Mean time to happen. So, that way I need you to go in search of the ancestors, the butcher. Do we accept it or not? Das ist halt nichts, was es ist nicht wert zu suchen. Seit 4 Tagen spielst du seit 2 Tagen 12 Stunden Spielzeit. Okay. Wie bist du an das Spiel gekommen, wenn du es erst seit 4 Tagen kennst? Das wundert mich. Weil ganz viele tatsächlich in dem, jetzt auch auf Twitch, haben immer geantwortet mit, sie kennen es halt durch Hand of Blood. Also ich hatte es einen extremen Push in Beliebtheit bekommen nochmal. Der Battle Brothers Anfänger, auch wenn dieser Better Ben TV da was anderes behauptet. Moment, Xan. Du hast eine Gesamtzeit von 116 Stunden. Wo bist denn du ein Anfänger? Durch EdoP. Der kennt's von Hand of Blood. EdoP habe ich gestern Abend das erste Mal gesehen. Kann das sein, dass du irgendwie mit dem Bonjour-Netzwerk irgendwie in Verknüpfung steht? Weil ich habe ganz viele Bonjour-Emotes in seinem Chat gesehen. Und habe mich gewundert, wieso plötzlich jemand mit 1500 Leuten Battle Brothers streamt. Das hat mich vielleicht ein bisschen rausgebracht. Deswegen habe ich da gestern Abend ein bisschen reingelurkt. Kennst du Better Ben TV? Woher der das kennt, weiß ich aber nicht. Ich kenn's tatsächlich, weil es mir auf Steam mal vorgeschlagen wurde. Und 2017 habe ich da mal versucht reinzukommen, 30 Stunden lang. Und ich hatte ich habe den Fuß nicht in die Tür gekriegt. Und ich finde bei dem Spiel wirklich das Schwerste ist der Anfang, weil später kannst du dir Rücklagen und Ressourcen aufbauen, um mit Rückschlägen umzugehen. Aber am Anfang ein schlechter Fight und alles ist hin und du kommst nicht mehr ins Spiel rein. Also so gar nicht. Genau. Und deswegen habe ich es damals sein gelassen und dann habe ich es jetzt am Anfang dieses Jahres nochmal durch Hand of Blood gesehen. Habe ein bisschen bei ihm reingeschaut und habe jetzt angefangen. Er wurde durch einen Bonjour Raid bekannt, da sind viele Bonjour Leute bei ihm. Ah, die machen auch zusammen ab und zu was, aber er ist unabhängig von ihm. Okay, das erklärt's. Danke. Wie gesagt, ich habe ihn gestern zum ersten Mal gesehen. So, couple of the monster on our hand, they're killing farmers, peddlers. Okay, der will irgendwas für Monster jagen, für 2000 Kronen. Ja, ein bisschen mehr. Nochmal ein bisschen mehr? Ah, Mess. Ja, Rimbaud habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ich mag Iron Man nicht, weil zumindest, bis ich 6 Brother habe, will ich Fights reloaden können, damit ich nicht alles direkt neu erstellen muss. Sechs Brother kannst du ja in der ersten Stadt vor dem ersten Kampf holen. Die sind ja nicht gut ausgestattet und sie können auch nichts, aber du hast 6 Brother. Was ist dieses Rimbaud? Rimbaud habe ich auch schon mal eine Weile gespielt, aber das nutzt sich irgendwie so ab und es ist für mich zu viel Leiden zwischendurch. Bei Battle Brothers ist es irgendwann ab einem bestimmten Punkt, bist du sehr, sehr stark, wenn du die richtigen Fights nimmst. Hier zum Beispiel Lindwürmer. Nee, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Und falls es dich interessiert, ich bin auch auf YouTube. Svenno. Da
ist auch dann der Stand, wie ich hier hingekommen bin und was ich schon alles durchgemacht habe, da wird es nach und nach hochgeladen. Lindwürmer über Schrate. Ich finde Schrate viel einfacher als Lindwürmer. Ich finde Schrate so viel einfacher als Lindwürmer. Keine Ahnung warum. Lost something love, there was a girl. No, not some woman, more important because I have. Was? Thief stole my crystal skull. Aha, was zahlst du mir dafür? Gern mehr für. Ich hätte wirklich gern mehr für. Tausender. Das sehe ich uns doch. Bei dem Crystal Skull zurückholen sehe ich uns doch. Northwest Tracks. Ja, ja, alles okay. Alles okay. Ich mache nur mal wieder ein bisschen Werbung. Das ergibt sich halt so. So, ihr Diebe, gebt mir mein Zeug zurück. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr pro Monat Gratis-Sub beim Streamer da lassen. Also lasst euch nicht aufhalten und lasst ein Prime-Sub da. Ja, Solo wird doch noch irgendwann Mod werden, ne? Das wirkt ein bisschen so. Das sind einfach nur ganz normale Thieves, genau. Ich habe nie für mehr Goldbelohnungen verhandelt. Ja, dafür habe ich den Typen ja angeheuert, dass ich mehr verhandeln kann. Prime Me? Es gibt ein Emote Prime Me? The fuck? Ein Sub hier und mein Prime Sub gibt es erst in 3 Tagen wieder. Ja, so ist das. Und das sollte ja aber ziemlich entspannt sein. Achso, wir hätten vielleicht nicht bei Nacht angreifen sollen mit 2 Rangies, die wir drin haben als Ersatz. Es ist nicht smart. Ja, aber die haben auch 4 Rangies, von daher. Das gleicht sich irgendwie aus. Bestimmt. Bestimmt. Der wirft jetzt auch noch, oder was? Der übelste Hagel auf Ben, ne? Und alle ringsrum. Rennt ihr seitlich lang? Was ist denn das? Hier geblieben. Die hauen vor ihm ab. Die haben Angst vor Ben. Nur weil er einen Wolfspelz auf dem Rücken hat. Die Redback. Essen. Geil. Ich bin fertig wie ein Brötchen. Ja, dann wünsche ich dir mal gute Nacht, OJ. Ich habe halt häufiger Brother mit viel Armor und Defense, aber wenig HP. 2 Schradattacken in einer Runde killen die ganz gerne mal. Ja, wenn denn 2 Schradattacken in dem ganzen Kampf überhaupt hitten. Da ist vielleicht dein Problem. Wir hitten keine 2 Schradattacken in einem Kampf. Weiß nicht, ob ich da einfach mehr Overwhelming Pressure habe oder so. Bis jetzt ging das ganz gut. Noch einen Schritt machen. 30%. Hit. Ich bin überrascht. Ich bin actually überrascht. Gegen 5 Schrate, alle zu Overwhelm. Hey, ich habe noch keinen Kampf gegen 5 Schrate gemacht. Vielleicht liegt es daran, Xan. Vielleicht hast du dich ein bisschen übernommen. Mit 5 Schraten. Nur so ein Gefühl. Ich habe, glaube ich, 2 bis 3 normalerweise gemacht jetzt. Bleibt ihr jetzt hier, ihr Schwänzchen? Hallo. Sie so viel rumballern. 3 Schrate und weniger sind schön. Ja, ne, finde ich auch. Alles drüber lasse ich in NPCs reinlaufen, um die 2 tanken zu lassen. Kann ich auch verstehen. Jetzt haben wir hier 23er Chancen. Nicht so my happiness. Oh, aber ihr kommt ran. Das ist natürlich sehr nett, wenn hier oben einer mit einer Axt steht. Was? Sich die Quest dann um 3 bis 4 Tage verzögert. Ist schon ganz schön lange, die du dann verzögerst. Aber heute ist nicht mein Tag. Also heute habe ich so viele 70%+ Hits nicht getroffen. Heute ist definitiv nicht mein Tag. Ach, come on. Jetzt wäre ich ja nur rumgeschubst. Guten Tag. Guck mal die Hunde. Who let the dogs out? Huf, 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 huf. Ich war's. Okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt hitten 40er, ne? Man muss sich nur mal beschweren. Man muss sich nur mal beschweren. Ey, Moment, ich kann dich hier raus switchen. Guten Tag.
Ihr wollt doch gegen mich kämpfen, habe ich richtig verstanden, ja? Was bei 74 Kronen am Tag Lohn echt teuer ist, obwohl Geist 999 Range Defense haben, trifft man sie trotzdem mit 5% Chance. Also ist das mit Statistik und so. Hätte ich einen Schritt weiter gehen sollen. Der wird mal übel zerkaut. Batz! Das mögen die gar nicht, glaube ich. Das mögen sie auch nicht, aber es ist trotzdem witzig. Immer wieder. Wenn man die einfach one-tappt. Der Dolchi könnte schon ein bisschen mehr hitten. Sind wir mal ehrlich. Der könnte auch ein bisschen mehr hitten. Der auch. Hätte gern mehr 45er, die treffen. Ich weiß, dass das Game ab 95 und 45 gecapped ist. Das ist mir sogar bewusst. Das wusste ich schon. Wir müssen mal hier ein bisschen ranlaufen. Damit die uns nicht wegrennen da vorne. Dolche sind mit Mastery eine erstaunlich gute Waffe. Ich habe die Dolch Mastery auf ihm. Trotzdem fühlt es sich gar nicht so erstaunlich an. Nur, dass er halt dreimal overwhelmen kann pro Runde. Bildspalte. Ja. Du wirst aber kleinlich, Xan. Jetzt wirst du aber kleinlich. Die Damage Hits sind auf 95% gecapped. Ist halt ein 20-seitiger Würfel und die 1 verkackt immer und die 20 gewinnt immer. Im Endeffekt. Hier ist kein 20-seitiger Würfel, ich weiß, aber es ist ähnlich. Ich will ja noch kämpfen. Ähnlich wie wir einen 20-seitigen Würfel gehabt. Wenn der noch kämpfen, muss ich erstmal Platten machen. Kriege ich den noch? Ich glaube nicht, ne? Oder? Doch, wir kommen noch ran. Dass ich ein Erbsenzähler bin. Ja, merke ich gerade wieder. Merke ich gerade. Du weißt ja trotzdem, wie ich es meine. Ab sofort wie in D&D bei Rolls unter 5, also in der Net 1, doppelten Schaden machen. Du machst aber, du triffst gar nicht. Die natürliche 1 ist der Fail. Du verwechselst gerade mit DSA, wo sie es umgedreht haben. Glaube ich. Bei D&D musst du die 20 rollen. Doppelt. Und dann machst du auch nicht doppelten Schaden, sondern kriegst doppelte Schadenswürfel. Ich glaube, der gute Mann überlebt das nicht. Nur so ein Gefühl. Nee, das überlebt er nicht. Hat Masamoto noch ein Level up. Sollte jetzt aber, ich hab jetzt schon lange gecapped, ne? So, da haben wir doch unsere entspannte Truppe durchgemacht. Da ist das Level up. Nee. Ja, ja, der ist schon. Der ist schon Max auf alles. Ein HP-Punkt mehr. Das kann der entscheidende HP-Punkt sein. Fürs Überleben. Oh. Engelbert's Defeat. Lots of ancient legionaries, many ancient auxiliaries, a few necro. Das Lots of macht's ein bisschen mit den Necro-Servants ein bisschen kaputt. Mein Geschmack. Das Lots of macht's ein bisschen nicht so hübsch. Das hätte ich gern anders gesehen. Erstmal anstoßen. The Thorough of Necros. Hoffentlich nicht. Lunch come back from the dead. Was about to take a healthy bite of stuffed goose. When the thing jumped from his plate and started flapping in circles. Straight baked apples across the living quarters. Must have been a sight to remember. Selbst die gekochten Gänse kommen zurück zum Leben. Alter, what? Ich will keine Lindwürmer handeln, danke. Brauche ich aber immer noch alles arschteuer, ne? So wie das aussieht.
Ist das immer noch arschteuer? Aber dann können wir ja gut verkaufen. Das ist immer noch das Schöne daran, wenn was arschteuer ist. Dass die sich dann auch entsprechend die Sachen sehr, sehr teuer gönnen. Was denken Sie, wenn die belagert werden, nur dass sie ihr Zeug hinterher... Ja, ich bin halt davon ausgegangen, dass das dann ganz schnell wieder weg ist. Der Status hier, das... Könnten ja mal ein bisschen schneller machen, die Jungs. Hier nach Eisenstein. In Eisenstein war's schön. Da gibt's nämlich Edelsteine. Edelsteine sind toll. Edelsteine sind sehr toll. 3 Tage haben wir noch. Hier braucht man kaum Provisionen in dem Bereich. Ey, nochmal saufen gehen. Wow. Keiner mag trinken gehen. Das ist ja traurig. Das ist ja traurig. So, when I was taught how to use one of these, it was meant for men. Now people speak of the dead, of Greenstone's beast beyond measure. Some south of here needs your help. It has been surrounded by these things. Okay, das wird noch sogar belagert. Für fast 4100. Würde ich gerne ein bisschen nachverhandeln. Nochmal nachverhandeln. Ja, jetzt sind wir bei fast 5000. Defend against the undead. Travel to Dulmen. Wir haben bei 4000 angefangen. Wir haben bei 4000 angefangen. Das wäre so viel Gold, ey. 4 bis 6 Gruppen für 3000. Was? 4 bis 6 Gruppen für 3900. Ja. Es ist. Ist ja jetzt auf einem ähnlichen Niveau. Ist halt einfach die Siege Quest. Das traue ich meinen Leuten eigentlich nicht zu. Sind wir ehrlich. So gute Menschen habe ich nicht in meiner Truppe. 1300. Das ist ganz nach Süden überbringen. Recht klein, 12 bis 20. Hier werden halt Necro-Services dabei sein. Und wahrscheinlich nicht nur ein, zwei in manchen Gruppen. Brigands, 1700. Drive Brigands off. Kaufen kann man hier, glaube ich, nichts, weil es wieder arschteuer ist. Yes, 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 yes. Ich bin ein Schisser. Wir delivern wieder nach Süden. Gehen wieder nach Süden, da war es schön. Ja, wir gehen nach Süden. Let's go. Ihr könnt uns alle mal... Moment, wie viele Tage habe ich noch Rationen? 3. Ich muss irgendwo einen Zwischenhalt machen für Rationen. Die Weißenschaft war ich lange nicht mehr. In Dulmen gibt es ja jetzt gerade nichts. Also das traue ich mir halt. Hier, da sind sie doch schon. Bei normale Undead, Militia. Militia gewinnt das? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie haben es verloren. Also solche normalen Undead-Gruppen hätte ich mir ja zugetraut, aber... Nicht alle. Nicht alle. Müssen einfach mal diese komischen Hellhole Crypt und sowas platt machen. Wäre, glaube ich, smart. Hallo, Weißenschacht. Kennt ihr mich noch? Wir waren mal Verbündete. Ihr wart mal richtig happy, mich zu sehen. Zeiten. Okay, hier gibt's ja auch nichts. So, weil ihr raided wurdet. Okay, hier ist eine Katastrophe auf allen Ebenen. Nehmen wir noch ein bisschen davon mit. Okay. Ich gehe nach Süden, da gibt's keine Untoten. In der Wüste verbrennen die Untoten. Hier ist nach links, wo ich dahin muss. Das ist schneller? Weil ich dann hierauf. Okay. Geht automatisch nach links. Das wundert mich ein bisschen. Aber wir müssen eigentlich immer noch unsere Ambition fulfillen. Dafür wollte ich eigentlich nach Norden. Weil die Jungs im Norden sind mir relativ wurscht. Ach, die Adelshäuser.
Und da könnte ich einfach mal irgendeine kleine Truppe an Söldnern angreifen. Und ich gehe davon aus, dass ich dich dann hoffentlich auch besiegen würde. Oh, hier gibt es noch einen Hedge Knight. Superstitious und short-sighted. Kriegt aber gut HP, hat aber keine Initiative. Ja, nee, den sehe ich irgendwie gar nicht. Also der hat logischerweise gute Base-Werte, aber ansonsten... Nee. Nee, guck uns mal wieder Rudolf an. Also Night Owl. Und die Kombination mag ich eher. Da kann man im Zweifel einen dicken Zweihänder tragen oder sowas. Oder halt sogar Schild und Waffe. Weiß nicht genau, was der Squire, ob der gute Events hat. Will ich den nur für die Events mitnehmen? Also wir brauchen immer noch Leute, um ein bisschen, ne, auszutauschen. Wenn es ein paar anderen Jungs nicht so gut geht. Squire hat Events, wenn du Hedge Knight da hast. Ja, habe ich nicht, dammit. Doch, ich habe einen Hedge Knight da. Doch, habe ich doch. Hier, Hedge Knight, Background. Oh, the Blue. Nehmen wir mal mit. The Soldier Co. Ich glaube, wir haben nur Hedge Knight, Squire und Kultisten. Literally sonst nur Kultisten. Ah ne, und ein Beast Slayer haben wir noch, stimmt. Stimmt, und ein Beast Slayer. So, du kriegst erstmal hier sowas. Reparier den Scheiß mal. Moment, du kannst das hier haben sogar. Guck mal, bisschen weniger Fatigue. Du kriegst noch eine 110er Rüstung angeflanscht. Was ist denn du hier, eine One-Hand-Axe? Gib mir das Schwert. Und das, Nummer 60, das ist doch fast perfekt. Ein Dolch habe ich nicht für dich. Ja, gut. Damit musst du jetzt zurechtkommen, dass du kein Dolch hast. Moment. Hast du mir das gute Schwert gegeben oder das schlechte Schwert? Mir das schlechte Schwert gegeben, ich Idiot. Das ist ja nicht so smart. So, das hier haben wir noch repariert. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Hier haben wir ja den Krimskram, den wir nicht brauchen. Weißt was? Du kriegst jetzt hier nochmal das ins die Hand gedrückt, wenn du schon sonst nichts zu tun hast. Und das auch noch dazu. So. In 4 Tagen geht das kaputt. Wir haben noch 2 Tage Essen. Würde ich sagen, sollte ich mal was Neues kaufen. Das ist eigentlich gerade fein. Haben wir schon gesoffen? Keine Ahnung. Wir saufen nochmal. Was geht hier ab beim Armorer? Haben wir hier wieder einen legendären Helm wirksam? Das ist noch ein 300er Helm. Wäre, glaube ich, gut. Haben wir noch jemanden, der es tragen kann? Ist ein bisschen die Frage. Sonics könnte noch dahin kommen. Zarella Bräune. Wie viel Minus hat der 300er Helm? Minus 20. 9 mehr als der, den er hat. Dann muss er noch ein bisschen leveln. Dann würde es gehen. Und bei Sono... Er könnte den sich gönnen. Tatsächlich. Sono könnte den sich gönnen. Full Helm. Let's go. Sono, ein neuer Helm für dich. So, jetzt haben wir hier einen 230er Helm übrig. 130 kannst du, glaube ich, noch tragen, ne? Ja. Bei 60 ist so ein bisschen mein Cut. Brauchen die zuerst die Nahrung, die am wenigsten Haltbarkeit hat? Nein. Die verbrauchen alle Nahrung gleichzeitig, glaube ich. Soweit ich das gesehen habe. Und 180er Helm übrig. Also, das ergibt für mich sonst keinen Sinn, warum ich hier unterschiedliche
Rationsgrößen habe und die immer so ein bisschen angefangen sind. Also, denke nicht. Ich denke nicht. Ich glaube, ich meine Kultisten-Lederhutten doch mal verkaufen. Es fällt mir schwer, aber sie nehmen einfach nur Platz an, ich schlepp's mit mir rum. Du hast recht, aber wenn es Nahrung gibt, die zur gleichen Zeit abläuft, werden alle Stacks gefühlt gleichzeitig angefangen. Ach so, also Xan, du meinst, wenn es wirklich unterschiedliche Tage gibt, dann wären sie unterschiedlich. Also dann wird das zuerst aufgegessen, was weniger haltbar ist und dann, okay, aber wenn sie gleiche Tage haben, dann ist es wurscht. Okay. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Bruno hat einen fancy Helm jetzt auf. Das ist ja sogar besser, als ich dachte. Also ich habe mich immer darüber geärgert. Eine 300er Rüstung, Mann, Code of Scales. Minus 8, Moment, das ist sogar ein guter. Minus 38 ist doch voll gut. Oder bin ich gerade doof? Ich habe doch nur maximal 300er Rüstung, oder? Nee, 335er Rüstung habe ich. Wobei 320 sind die eigentlich. Ja, da weiß Xammer wieder mehr als ich. Wo ist es? So. Essen haben wir. Auf geht's. Dass wir in der Wüste mehr Nahrung verbrauchen, ist immer noch doof. Ich werde das jetzt mich jedes Mal darüber ärgern, wenn wir hier runtergehen. In der Wüste kostet es mehr Nahrung. 44, 32, 32, 32, 44, 44. Er ist so gemein. Dadurch geht die Nahrung plötzlich viel schneller runter, wenn du in den Wüstensand kommst. Und du läufst auch noch langsamer, was doppelt fies ist. Wüstenexpeditionen. Eigentlich müsste ich mal gucken, dass ich irgendwo so Legendary Locations oder sowas finde. Und die auch ein bisschen clear. Aber dazu habe ich gefühlt gerade nicht die besten Leute. Ich laufe so ein bisschen durch die Gegend und erfülle normale Aufträge in der Hoffnung, irgendwann nochmal die Konvertierungsevents zu kriegen. So ein bisschen. 290er Rüstung für 36, minus 36. Padded May and Lamella. Die sieht schon fancy aus. Kostet aber auch ordentlich. Und zum Festhalten, sie haben bei mir gerade den Reis zuerst aufgefuttert und die anderen Sachen nicht angefangen. Also sieht wohl aus, wie es Xan gesagt hat. Nehmen zuerst die Sachen, die sie halt, wo sie rankommen. Also, die zuerst verfallen, so rum. So, hier haben wir schon Leute uns angeschaut. Da gibt es noch Karawanenhände. Ich will gar nicht mehr unbedingt Karawanenhände. Ich würde schon gerne die besseren Dudes haben. Und ich will eigentlich nicht mehr Geld da reinbuttern in Karawanenhände, die ich dann eh nicht nehme. Is partly sitting on the throne of certain cushions. If step further crown, then you will grow inside but diminish in view. Understand? Aha. Smart man knows his place. I have a simple task for your sword hand. Nomads outside Hakim. Okay, Nomaden für 560. Drive of Nomads für 560 ist sehr, sehr günstig. Das ist doch ein Bait. Das ist eine Karawane für 1600 nach Weißenschacht. Ich würde gerne erst das hier machen. Die Nomaden und dann die Karawane. Ich weiß nicht, ob wir die Rangies hier drin behalten dürfen. Der ist halt vor allem fast Level Up. Bin mir nicht sicher, ob wir die Rangies drin behalten dürfen. Moment, habe ich die nicht gerade? Guck mal. Haben wir direkt noch jemanden? Hier, Svenno. So, damit es komplett übereinstimmt. Mal sehen, ob die lange überlebt. Oh, wir haben vielleicht ein Rationenproblem. Hallo. Outlaw, Archer und Nomad Leader. Ja, du bist ja noch gar nicht im Kampf. Also wir haben dich jetzt gar nicht eingesetzt. Oh, hallo. Weil ich nicht genau wusste, was hier auf mich zukommt. Die haben doch ein paar Archer, oder? Aber die kommen trotzdem ran. Verfalla! Hallihallo. Dich gibt's schon. Du bist einer meiner Bogenschützen. Moment, wo war er? Nee, Abbruch. Hab doch. Da! Verfaller the Beast Slayer. Hallo.
Bist du einer meiner Armbrustschützen? Nee, es geht mehr darum, dich zu schützen. Es geht nicht darum, dass ich niemanden, dass ich hier nicht vertraue oder so, sondern es geht darum, die Leute zu schützen. Die beweisen, dass Macaroni die einzige wahre Variante ist. Was? Ich meine, du bist doch mein... Ja, du bist sehr, sehr gut. Du musst den hier aufhalten. Haben wir gar nichts getan aus... Ja, was ist das? Gefollowt. Reicht schon. Ich suche ständig Leute, die mit denen ich Namen... Also, wo ich die Namen vergeben kann. Du musst jetzt hier rein. Oh, dammit. Relentless. Sau. Sehr geil. Sehr geil. Boah! Nicht so geil. Im neuen Battle Bros. Durch Henno, ja. Habt ihr Tipps? Ich finde es selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad knackig. Such dir ein paar Mods raus, die es einfacher machen. Ich habe zum Beispiel hier eine Mod drin, da sehe ich mehr, was die Gegner tun können. Also was die für Perks haben, wodurch ich es ein bisschen besser einschätzen kann, wie gefährlich die sind. Oder vielleicht auch hier auf dem. Genau. Was genau die für Lebenspunkte haben und so weiter. Das hilft schon mal, finde ich, extrem. Und was noch hilft, ist, ich habe eine Mod drin, dass ich bei dem Tryout, also wenn du Leute ausprobierst, dann musst du ja trotzdem Geld bezahlen, also ist ja nicht kostenlos, sämtliche Stats von ihm sehe, was dann das Geld handhaben ein bisschen besser macht. Ansonsten ist es sehr viel, erlaubt dir das Laden. Weil am Anfang wirst du viel reloaden müssen eigentlich. Viel Alkohol trinken, das macht das Sterben erträglicher. Das hilft auch, ja. Ach, Xan. Nicht wundern, Xan ist ein Troll. Xan trollt gerne. Gerne und viel. Ich meine, das ist Ricky, der soll gar nicht da vorne stehen. Ich komme nicht ran, dann machen wir dir erstmal das Schild weg für nächste Runde. So. Ach, damit ich wohl den Stun. Also es ist. Vor allem ist der Anfang das schwerste von dem Spiel, denke ich immer noch. Hey, hör auf mich zu peitschen. Irrer Typ, ey. Guten Tag. Jetzt, glaube ich, stehen bleiben. Autsch. Der hatte auch noch einen Speer. Darauf hätte ich vielleicht achten sollen. Das könnte unangenehm sein. Vielleicht ein Ogre, aber ein Troll ganz sicher nicht. Bin ich so der Trollspieler. Ach ja. So, 63, 61. Yes! Zack! So, du ziehst jetzt mal ein bisschen zurück. Weil du sollst ja hier nicht direkt drauf gehen. Dammit. Hunde! To the rescue! 12 ist 12, solche Ancient irgendwas hätte gemacht. Vielleicht sind die T1-Waffen. Nee! Also, wenn du 1v1 gegen Ancient Auxiliaries spielen musst, wirst du wahrscheinlich mindestens Tier 2 bis Tier 3 Waffen eigentlich schon haben. Sonst wird das alles ein bisschen sehr knackig. Und zum Beispiel habe ich auch schon, also ganz viel ist wieder gelernt, zum Beispiel, dass die Nomadenschilde unfassbar wenig Haltbarkeit haben. Da bist du sehr, sehr schnell mit irgendwelchen Schildsplitterfähigkeiten durch. Geh mal weg mit dem komischen Schildblock da. Und da kann man dann einiges machen. Gehst erstmal hier rein, weil dann will der nämlich wegrennen. Sehr schön. Kann ich hier hingehen und dich hauen, damit du nicht mehr schießen kannst. Sehr geil. Und zum Beispiel auch, dass die KI von auf Hunde nicht geht, solange irgendjemand anders in der Nähe steht, den sie schlagen können. Dadurch kann man Hunde deutlich effektiver einsetzen, sie bleiben länger erhalten. Das sind halt alles so Dinge, die lernt man einfach nach und nach. Würde ich sagen.
Sehr geil. Livestalker. Ich sehe aus, als hätte ich Ahnung von dem Game. Ich habe 200 Stunden in dem Game, aber ich lerne immer noch dazu. Nein, noch nie gesehen. Ich weiß, dass es ein Achievement gibt, den Black Monolith zu clearen. Aber nein. Sagt mir nix. Och, ich liebe Armbrüste. Also ich bin zum ersten Mal bei so kurz über Tag 200. Ich habe meine erste Late-Game-Crisis besiegt, aber ich habe noch keinen von den absoluten Endgame-Tätigkeiten gemacht, wie halt Black Monolith oder den Kraken ist, glaube ich, auch eins. Habe ich keine Ahnung von. Nee, Frozen Cave sagt mir auch nichts. Irgendwo steht, was der Reward ist. Was? Ach so. Ja, da kann ich dir auch nicht sagen. Ehre, dass du es geschafft hast? Keine Ahnung. So. Müssen wir mal hier unten. Au! Okay, so viel zu die KI ignoriert Hunde. Nur fast. Wenn sonst was nichts in der Nähe ist. Offensichtlicherweise. Offensichtlicherweise ignoriert die Hunde nur fast. Hab's nicht geschafft, aber ich wüsste gern, ob sich das, ob sich's lohnt. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht mithelfen. Was ist denn der große Unterschied zwischen Bögen und Armbrust? Also Vor- und Nachteil. Bögen können zweimal in der Runde schießen. Dafür ignorieren Armbrüste mehr Armor. Aber Bögen haben das höhere Damage-Potenzial, wenn du sehr, sehr gut triffst und beide Schüsse zum Beispiel auf ein ungepanzertes Ziel machst. Es gibt später Gegner mit sehr, sehr viel HP, die keine Rüstung haben. Ja, Pi mal Daumen. Glaube ich, ist so das Runtergebrochene. Gegen Tens nimmt man doch eh Wurfäxte. Ich spiele keine Wurfäxte. Also wirklich gar nicht. Denn ein Dingens hat, ist echt doof. Schneidet ihn auf! Er ist ein Aufschneider. Keine Ausdauer mehr auf meinen Leuten. Ach ja, und wir haben übrigens Untotenplage, das heißt, random Gegner kommen wieder. Nicht wundern. Bogen machen mehr Schaden und haben mehr Reichweite, sind aber. Stimmt, und sie haben ein Feld mehr Reichweite. Jede Menge Dolche. So, der hat keinen Bock mehr. Da ist wieder ein 73er nicht hittet, ne? Das ist echt ungünstig. Echt ungünstig. Und jetzt musst du laufen. Damit er nicht auf dich geht. Zwei Overwhelm-Stacks muss reichen. Und du hast keine Ausdauer mehr. Ach Mann. Hat er wieder ein 69er Roll. Kannst du mir sagen, ob sich der Black Monolith lohnt? Ich kann nicht speichern. Oh Scheiße. Und 9 Lives, ja. Das stand, glaube ich, nicht vorher da, dass er das hat. Die Sau. Hallo. Wir kommen mal zu dir. Okay, oder? Die ist noch platt machen. Nein, das war Nahkämpfer. Ups. Ich hab vielleicht nicht ganz aufgepasst. Scheiße, jetzt wird Abbruch, glaube ich, geschnetzelt. Ja? Er ist gedodged. Sehr gut. Guter Abbruch. Das kann er. So. Ich versuch's mal zu sagen, wie es lief. Ich wünsch dir. Was Early Endgame bisher stehen geblieben? Hab noch nicht die gesamte Map geklärt. Ich wünsch dir viel Erfolg. Wünsche dir viel Erfolg.
Eine ungefähre Einteilung von Early, Mid und Endgame. Ich habe keine Ahnung, ob Runde 100, du meinst Tag 100, Early ist. Kommt drauf an, wie weit du vorangekommen bist, würde ich sagen. Ich würde aber vermuten, Tag 100, das würde ich als Midgame einstufen. Eher. Ich kann dir übrigens jetzt sagen, was du im Black Monolith bekommst. Du hast nachgeguckt, San, oder was? Du hast nachgeguckt. Ich kann alles mitnehmen, ne? Vielleicht ein Drittel des Games gesehen. Oh, what? Bei Tag 450? Okay, das habe ich Gefühl, habe ich nicht. Also mir ist bei Tag 235, ich habe das Gefühl, ich habe schon relativ viel vom Game gesehen. Bis auf ein paar Endgame-Crises, die ich halt logischerweise in diesem Run nicht gemacht habe. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, ich habe viel gesehen.